Morgen Leute, heute geht es in Central Plaza. Das Central ist ziemlich neu, wurde erst vor circa 3 Monaten eröffnet und ist ein riesiger Konsumtempel. Jedes Central hat eine andere Architektur. Wurden auch mal wieder Skulpturen aufgestellt. Und Karl meint natürlich, das Central hier in der Konrad-Chassima wäre viel besser als das Central in Konken. Schön gemacht mit dem Springbrunnen. Mit dem Minibus oder Sammeltaxi kostet die Fahrt vom Zentrum bis hier 8 Baht. Die Tuk-Tuks werden mindestens 80 Baht berechnen. Und wie ihr sehen könnt, haben Kaum hier den geschenkten Hut wieder ab. Fahrräder können hier abgestellt werden. Und noch eine Skulptur. Wer in Ruhe einkaufen möchte, kann seine Kinder im Funny Park spielen lassen. Eine Art Planschbecken mit Wasserrutschen. Billig ist das Ganze nicht. 150 und 180 Baht. Und noch ein zweites Becken. Bei dem Gebäude ließen die Architekten sich wieder etwas einfallen. Koi hat keine Ahnung, ob man die Früchte essen kann. Ich habe mal wieder keinen Plan, was das hier soll. Bei Dunkelheit wird das Ganze beleuchtet. Und der Weihnachtsbaum steht noch immer. Das sind natürlich alles Kunststoffblumen. Aber ansonsten wieder mal schön gemacht. Auf dem Platz vor dem Zentral wird auch so einiges verkauft. Naja, die Gemälde sind nicht der absolute Hit. Lustige Angelegenheit. Auf ins Untergeschoss. Ziemlich groß das Ganze hier. Von außen wirkt das wesentlich kleiner. Zum Glück ist es hier nicht ganz so laut wie im Terminal 21 oder in dem Mall. Familientreffen. Kois Tochter verkauft hier diese getönten Kontaktlinsen. Und die Mädels verkaufen Kosmetika. Die Dekorationen sind immer wieder toll gemacht. Links ist ein riesengroßer Food Court und dort geht es zum Top Supermarket. Spielzeug ohne Ende, Autos. Also wer hier nichts zu essen findet, der ist selber schuld. Riesen Food Court. Schade, dass ihr das hier nicht riechen könnt. Ja, jetzt sind wir im Starbucks, trinken gemütlich einen Kaffee und ich treffe mich oder traf mich mit meinem Abonnenten Gilbert. Seine beiden Frauen sind einkaufen, die Tochter und seine Frau. Ja, das ist Gilberts Frau, seine Tochter und deren Freundin.
Gilbert und seine Frau gehen hier im Central was essen und Kai und ich ins Terminal. Gilbert und ich tauschen die Telefonnummern aus. Er wohnt übrigens in Brackenschein und werden uns demnächst wohl mal irgendwo in Langrong oder in Brackenscheid treffen zum Essen. Ja, kommt mal wieder alles anders. Ich glaube, das Essen gehen im Terminal fällt flach. Kai hat da wieder irgendwas mit ihrer Tochter vereinbart. Deren Freund kommt und was ja, weiß ich, wo es hingeht. Die oberen Etagen im Central schenke ich mir. Da gibt es nichts Besonderes zu sehen. Und jetzt geht es doch ins Terminal zum Essen. Die Verabredung mit der Tochter ist mal wieder gecancelt worden. Und das war es dann von mir für heute, Leute. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und wie ich hoffe, bis demnächst auf diesem Kanal.